Ja, die Glocken läuten, ne? Die Atomuhr weiß, jetzt ist 18 Uhr und wir sind wieder da. Kulturlaube digital, ich freue mich sehr. Wahrscheinlich guckt niemand zu, alle gucken Fußball, ja? England gegen Deutschland, großes Thema. Aber so ist das nun mal, ja? Kultur gegen Sport oder wie auch immer. Schön wäre, wenn wir das zusammengebracht hätten. Wir hätten ja auch ein bisschen über Fußball sprechen können heute, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben heute nämlich international hochkarätiges, wie soll man sagen, nicht nur Publikum, sondern vor allen Dingen Gäste, ja? Artists, die wirklich richtig berühmt sind. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich jetzt mit denen in das Interview gehe. Und zwar Daniel Kahn und Christian David. Da geht es um osteuropäische Volksmusik, da geht es um jüdische Musik, da geht es um ganz verschiedene Strömungen, ganz verschiedene Instrumente. Ihr seht das schon hier hinten, ja? Klarinetten in verschiedensten Formen, Ukulele, Gitarre, ja? Gesang en masse. Wir haben beim Soundcheck eben schon zugehört, das war brillant. Also heute wird es richtig berühmt. Die sind auch bekannt international, sind viel rumgekommen und trotzdem haben wir sie heute beim Laubenplausch im Interview. Und da muss ich jetzt mal hin und wir gucken, ob die wirklich da sind. Ich bin echt gespannt. Die sind nämlich schon richtig gut rumgekommen und die machen auch ganz Verschiedenes. Daniel Kahn ist sogar von den Staaten, ja, aus Amerika, aus Michigan, glaube ich, ja. So, jetzt mal gucken. Ja, da sitzen sie schon und deswegen würde ich mal sagen, gleich sehen wir sie hier im Laubenplausch. Bis gleich. Ich freue mich sehr, Daniel Kahn, Christian David, international bekannt. Sie spielen in Erfurt. Seid ihr zum ersten Mal da? Nee? Nee. Das wievielte Mal? Das vierte Mal. Das vierte Mal? Das vielte Das vierte Mal? Das viel, So viele? das sehr Das vielte vierte Mal, Mal. genau. Und hier zum zweiten Mal, hier waren wir mal ungefähr vor einem Jahr. Ja. Vor Und einem dann hat es Jahr. gewittert. Aha, letztes Jahr hat es gewittert bei euch? Ja, wir haben ein halbes Konzert gespielt Wir sozusagen. bringen das wieder mit vielleicht. Das ist durch. Letzte Nacht hat es richtig gewittert, deswegen heute gewittert es nicht mehr. Kommt vorbei, es wird Danke. brillant. Ja, auf jeden Fall. Wie ist es euch immer ergangen in Erfurt? Wie nehmt ihr die Stadt wahr? Ich meine, ihr kommt ja viel rum, ne? Ihr wart ja Ja. fast schon auf allen Bühnen, die so gehen, oder? Ja, das stimmt. Es ist fast schwer zu sagen, weil Erfurt fast so ein bisschen zu Hause ist. Ne? Wir haben viele Freunde hier, was auch mit Ja, dem wir Jiddisch arbeiten Sommer viel Weimar hier. zu tun hat, Ja. ne? Mit dem wir beide viel zu tun haben wieder. Das heißt, wir waren in der Gegend, in Thüringen irgendwie schon viel und haben viel mit Weimar, Erfurt schon immer zu tun gehabt. Ja, Ja. es ist, fühlt sich immer eigentlich gut an, Also schön ihr an, kommt gerne hierher zu hierher. kommen. Ja? Absolut, ja. Okay, das freut uns sehr. Ja. Du kommst eigentlich, bist geboren in Michigan? Ja, Detroit. Detroit. Ja. Hey, what's up now? Made in Detroit. Amazing now. Yeah? From Detroit now, here direct on our table here. Ja. Okay, und du hast studiert Schauspiel, Poesie Ja, und Musik und arbeitest in Berlin auch noch oder hast viel am Maxim Gorki gemacht? ich habe viel am Maxim Gorki gemacht, also Christian auch. Mittlerweile, so ich wohne mit meiner Familie in Hamburg, Ja. aber wir sind immer wieder in Berlin. Und ja, ich arbeite viel am Theater, aber auch Musik. So. Musik, Schauspiel, Regie, Ja. Poesie. Wie Was? schaffst du das alles? Nicht zu viel auf einmal. Und in der Corona-Zeit, ich schaffe sehr wenig. Ja, das ist noch eine Frage, da Ja. kommen wir noch drauf. Ja. Und du wohnst auf dem Schiff in Hamburg, habe ich gelesen. Wir sind viel auf dem Schiff. Wir haben ein So, Wohnschiff, man ja. wohnt da auf dem Schiff. Ja? Ja. Okay, wie ist das so? Schaukelt das den ganzen Tag oder gibt Nee, das Inspiration? wir haben einen Flachboden, so es ist relativ Ja? ruhig. Ja, so. Geil. So ein altes so Arbeitkahn aus Eisenhüttenstadt. Ein Arbeiterkahn. Ein Arbeiterkahn, ja. Okay. Kahn. Kahn, Kahn, ganz Kahn, komplett Kahn. Kahn. Christian, wo kommst du her? Ich komme aus Bremen ursprünglich. Ja? Ja, fühle mich aber mittlerweile wie ein Berliner. Wie ein Berliner mit Bremer Wurzeln. Ja, Ah ich ja, bin seit okay. gut 20 Jahren in Berlin und bin da auch immer noch gerne. Ja. Wird es nicht zu viel manchmal? Ich bin auch sehr gerne in Ja. Berlin, aber manchmal denke ich so, boah, dort leben, kann man das handeln? Schon, ja. Ja, gibt viel zu Doch, tun, aber schon. man muss Ja, es ist diszipliniert immer. sein. Also für eine Stadt der Größe finde ich es eigentlich sogar relativ ruhig. Ne? Mhm. Da würde ich eher in London, Paris oder wo auch immer, ne? Oder in Rom irgendwie, da würde ich schneller durchdrehen als in Berlin. Weil die Berliner ja auch relativ gelassen sind und ne? Okay, Und und die dein Füße auf dem Boden. Hauptinstrument ist Klarinette. Mein Hauptinstrument ist Klarinette. Aber du Ja. spielst noch mehr Instrumente. Du bist ein Multi-Instrumentalist. Ist das Ja. richtig? Genau. Welche Instrumente spielst du alle? Ja, inzwischen hat sich so langsam ergeben. Ne? Also Klarinette habe ich schon immer gespielt und was so ein bisschen dazugehört, also eine Bassklarinette und Saxophone, die auch dicht da dran sind. Hm.
bisschen Klavier und in den letzten Jahren habe ich auch angefangen, Blechblasinstrumente dazu zu spielen, also Tuba, Posaune, ja, solche okay. Geschichten. Und du spielst auch nicht nur ein Instrument, habe ich gesehen, beim Soundcheck schon. Welche Instrumente spielst du alle? Ja, ich habe hier ein Akkordeon, eine Gitarre und eine Ukulele und so kleines Spielzeug, Mundharmonika. Mhm. Aber ich spiele auch Klavier und ja, so alles, was Tastatur hat und so weiter. Und die als Banjo als ein bisschen. Banjo? Ja, ich hab ein Banjo, das zählt. Okay. Nee, wenn man aus Detroit kommt, dann spielt man viel Banjo oder nicht? Nee. Also, ich kenne Banjo-Spieler in Detroit, aber das ist nicht so. Nicht so, okay. Nicht so eine große Banjo-Stadt. Und wie lange spielt ihr schon zusammen? Gute Frage, weil wir kennen uns auf jeden Fall schon länger, als wir jetzt richtig sozusagen auf der Bühne zusammenstehen, ne? Weil wir viel mit den gleichen Festivals immer zu tun hatten und da schon öfter natürlich irgendwie mal auf Bühnen aufgetaucht sind. Aber wir haben uns vor 17 Jahren kennengelernt, glaube ich, in Kanada. Das kann sein. Ja, also 2005, an einer Clez Canada Workshop. Mhm. 2004 war das. 2004? Ja. Ja, aber dann bin ich 2005 nach Berlin gezogen und dann, ja, es dauerte ein paar Jahre, bevor wir auf der Bühne zusammen waren, aber so, ja, das ist, die Klezmer-Szene ist sehr divers und global und sehr eng vernetzt und das ist eine große Mischpoche und wir begegnen uns auf diesen zeitbegrenzten Inseln der zeitgenössischen jiddischen Kultur und wir haben wahrscheinlich in Krakau zusammengespielt und dann in Weimar und und dann, ja, ich glaube mit in der Band The Painted Bird da war spielst ich du spät. So wahrscheinlich seit 2015, 16 vielleicht oder so. Ja. Und er hat das letzte Album mitgespielt, genau. So The Butcher's Share. Und dann spielen wir immerhin so. Painted Bird habe ich auch mal reingehört. Wunderbare Musik. Danke. Ja. Und wenn man jetzt von jiddischer Kultur spricht oder jiddischer Musik, welche Einflüsse kommen da zusammen? Wie würdet ihr es beschreiben? Oh, wow. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Das ist spannend. Ich habe mal, ist ja viel osteuropäische Musik, die dazugehört, viel Volksmusik, ja, soweit ich mich belesen habe. Ja. Aber was kommt dann noch mit rein? Ja, auch viel nahöstliche Wurzeln natürlich. Ja. Ne? Also musikalisch, Wurzeln, die auch musikalisch sich widerschlagen in den Gebetsmodi sozusagen, ne? In den Gebetsmelodien, die da auch raushörbar sind, die sich dann mischen mit den, sich dann später ab dem Mittelalter in Osteuropa gemischt haben mit osteuropäischen Stilen und Volksmusik da. Aber ja, die ganze Welt steckt irgendwie drin. Ne? Ja, ich meine, so als Sprache, ich meine, das ist eine germanische Sprache, die vor 1000 Jahren so in Deutschland entstanden ist, aber dann so in die ganze Welt hinaus sich verbreitet hat und da Einflüsse aus Dutzenden Sprachen so reingenommen hat, viele slawische Sprachen und auch so Althebräisch und Aramäisch. Und das ist auch ich nenne das eine Sprache mit Migrationshintergrund und Migrationsvordergrund. Ich meine, das ist eine übernationale Kultur, eine globale Kultur und enthält auch die sämtlichen Geschichten der Migration im 20. Jahrhundert und auch heute ist es eine Diaspora-Kultur und da drin sieht man auch diese große Bewegung aus Europa nach Amerika, nach Südamerika, nach Nahost und Australien und China und so weiter. Und so, mich interessiert so eine Diaspora-Kultur und wie diese Migration eine Kultur ändert und wie Kultur eine lebendige und dynamische Sache ist und nicht etwas, was man verteidigen muss oder so irgendwie einfrieren muss oder ins Museum stellen, sondern etwas, was lebt, was atmet. Was sich immer verändert, immer wieder. Immer, ja. Mhm. Ja.
Spannend. Und für heute Abend steht ja eigentlich Blues drin, ne? Aber seid ihr bluesig oder wie würdet ihr eure Musik beschreiben, damit der also Zuschauer oder die Zuschauer mal Blues, nochmal weiß, was los ist? Aber also Blues ist für mich so wie Punk. Ein Ethos und eine und ja, es ist kein, es ist nicht eine Musikrichtung, sondern eine Philosophie oder eine philosophische Richtung. So, ich glaube an den Blues, ist das einzeln? An den Blues. An die Blues, an der, das Blues. Wir wollen hier auch natürlich gegendert sein. Nee, the Blues ist für mich ein Ausdrucksmodus, so wie Punkrock. Und ja, wenn ich jiddische Musik spiele, da ist auch Blues drin. Und Punk und Folk und Theater und Klassik und Jazz. Und so, für mich als Songwriter und Singer ist the Blues auch die tiefste Wurzel. Aber so bluesig, bluesmäßig, das so. Diese Spielart kommt sehr selten vor in der Musik. Wie würdet ihr euren Abend heute beschreiben? Was erwartet das Publikum? Wir schreiben gerade die Setliste. Musik. Die Setliste? Ja, wollen wir das gemeinsam live machen, die Setliste schreiben? Das kann ich euch helfen. Ich habe so ein Lied über Schiffsbruch. Schiffsbruch? So ein böses Liebeslied aus New Orleans. So ein sehr frühes Lied von mir. Wir haben eine Ostalgie-Ballade über Sehnsucht nach Sozialismus in Ost-Berlin. Eine antifaschistische Ballade, ein antifaschistischer Kampfsong, ein Anti-Liebeslied, das ist ein bisschen bluesmäßig. eine Liebeballade über einen Park in Berlin, etwas von Brecht, 3-4 Lieder von einem sowjetischen Liedermacher, die ich übersetzt habe. Die auch sehr bluesig sind. Irgendwie. Sehr bluesig, folkig. Und dann haben wir eine Kriegsballade und dann ein paar klezmerische Sachen und ein Sing-Along. Boah, wie lange geht der Abend heute? Bis das Gewitter kommt. Bis das Gewitter kommt. Also es geht lange. Ich denke, das Gewitter kommt erst 23 Uhr. Und auch vielleicht ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Mal. Naja, auch schön so im Gewitter, das hat ja auch was. Passt ja auch zur Musi, oder? Ja, vor einem Jahr hat es so genau zum Mittelpunkt angefangen zu regnen, zu stürmen. Und wir haben die Instrumente einfach ein bisschen nach hinten gezogen. Und dann ging es weiter. Es ging mehr oder weniger weiter. Das Publikum war fantastisch. Die waren klitschnass und total... Mit Schirmen oder ohne Schirme. Das ist ja auch ein Abenteuer, gell? Überhaupt so ein Besuch bei so einer Musik ist ein Abenteuer, aber auch natürlich mit Regen wird das Abenteuer unterstützt. Also es wird großartig. Und ehrlich, wir haben seit dem Konzert vor einem Jahr, wir haben sehr wenige Konzerte gehabt vor Live-Publikum. Wir haben richtig viel online gemacht, so viele Streamen. So. Ja. Aber vielleicht konnte man nur auf so einer Hand oder zwei Händen zählen, wie viele Live-Konzerte für uns stattgefunden haben seit dann. Wir haben im Herbst ein oder zwei Konzerte gemacht und dann, es war alles dicht. Und dann habe ich letzte Woche mein erstes Solo-Konzert vor einem Publikum gespielt, seit Oktober. Und ja, so, wann war dein letztes Mal vor einem Live-Publikum? Ja, wir haben uns das schon im Auto gefragt, ne? Und ich denke, ich kenne diese Frage auch immer, wenn man Kolleginnen trifft, irgendwie, ne? Wann war dein letztes Live-Konzert? Und alle überlegen. Warte mal, ich glaube, nee. Ja, und ich vermisse das so sehr. Aber, also ich meine, es ist nicht, dass wir nichts gemacht haben. Ja, wir man macht alle irgendwas. Viel gemacht. Und, obwohl ich hatte auch Zeug gemacht, Zeug aufgenommen, online gemacht, Online-Workshops. Videos gedreht, okay. Zooms. Ja, und dann Streams halt, Livestreams. Aber das ist alles nicht. Es ist nicht dasselbe wie. Nee. Nicht dasselbe, nee, klar. Aber toll, wie seid ihr sonst durch die Pandemie gekommen? Also sowas habt ihr sie irgendwie für euch nutzen können? So viele haben ja in der Zeit, die einen haben irgendwie einen Wohnwagen ausgebaut, die nächsten haben einen ganz neuen Song geschrieben, die nächsten haben gesagt, ich hole mir jetzt einen Garten und bin nur noch dort. So habt ihr das irgendwie nutzen können für euch oder für euch irgendwas Positives rausnehmen können? Ich habe an Solo-Album gebastelt, sozusagen, wo ich Stücke selber geschrieben habe und, irgendwie, und die alle halt mit meinen verschiedensten Instrumenten irgendwie aufgenommen habe. Also, das ist was zum Beispiel live gar nicht geht. Ne? Ja. Das ist so. Also ich könnte das nicht live aufführen, oder es würde zu teuer werden. Nee, das Album klingt auch total fett. So, das klingt gut. So, ja, okay. Ist eine gute Kapelle. Wie heißt das Album?
Das Album heißt Christian Plays Jewish. Christian Plays Jewish. Ja, genau. Yeah. Okay. Und ja, solche Geschichten. Ja. Ich habe auch ein Solo-Album gemacht, so in der Zeit. Okay. Schön, alle Künstler haben erstmal. Alle haben ein Solo-Album. Ja. Nee, aber ich habe meins in einem Studio in Schwaben aufgenommen. So ein sehr schönes Studio. Innerhalb 2 Tagen. So einfach alles. Alles mal rausgelassen. Gespielt. Und das kommt irgendwann raus, so dieses Jahr noch. Das heißt Word Beggar. Wordbeggar. Wörterbettler auf Jiddisch. Okay. So Wörterbettler. Ja. Aber Wordbeggar. Und ja. Sonst, ja, wir haben mittlerweile ein Wohnschiff. Wir sind nach Hamburg gezogen. Wir haben auch ein anderthalbjähriges Kind. Und der macht uns viel Spaß und auch viel Arbeit. Und wie das ist mit den Kindern? Wir haben genug zu tun. Ja. Na, ich denke, viele Künstler haben eigentlich eine relativ große Spanne zwischen Extrovertiertheit und Introvertiertheit. Ja. Ne? Du musst eigentlich immer so ein bisschen introvertiert sein und auf dich zurückkommen können, damit du das Zeug findest, was du machst. Und wenn du es dann rausbringst, das ist dann die extrovertierte Seite. Mhm. Aber dann mal eine Zeit lang sozusagen in seiner Introvertiertheit zu sitzen, fand ich manchmal gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ne? Wenn du sagst, du hast immer Zeit, ne? Du weißt noch nicht, wann es geht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Mhm. Na, dann machst du halt erstmal für dich. Ne? Guckst erstmal in dich selber rein. Und das kann auch eine gute Sache sein, wenn man sie dann irgendwann wieder rauskriegt. Man muss sie rauskriegen. Na klar. Man muss auch wieder ins Innere kommen, um dann wieder präsentieren zu können. Ja. Okay. Ja, ja. Noch eine Frage von meiner Seite, und zwar ein Lebensmotto. Habt ihr ein Lebensmotto? So als Musiker, Schauspieler, Regisseur? Lebensmotto. Wir können das kurz sacken lassen, ja, in dem Moment. Ja. Ein Mensch tracht und Gott lacht. Wie, sag nochmal? Ein Mensch tracht und Gott lacht. Aha. Okay, und deins? Ich habe keins. Du hast keins? Nee. Ich habe auch keins, aber das ist ein guter Spruch. Oder die wechseln zu schnell. Die wechseln. The only constant is change ist zum Beispiel meins. Siehst du? Das sind wir schon da. Das geht. So, jetzt sind wir, müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, sonst schimpft die Regie wieder. Ja, ich sehe es schon. Habt ihr eine Aufgabe mitgebracht, die ich umsetzen darf, muss, soll, kann? Ja, ich dachte... Von eurer Kunst? So, nee, wir werden heute probieren, so was wir nie zusammen gespielt haben. Eine jiddische Nachdichtung, eine jiddische Fassung von etwas. Das könntest du nachsprechen. Ich kann das nachsprechen. Okay, ja, gut. Auf Jiddisch. Los geht's. Euder Haifisch. Euder Haifisch. Er hat Zähne. Er hat Zähne. Und in Pisk schleppt er sie mit. Und in Pisk schleppt er sie mit. In Merkit, er hat ein Messer. In Merkit, er hat ein Messer. Nur das Messer sieht man nicht. Das Messer sieht man nicht. Bravo. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Gleich ins Thüringisch zu übersetzen. So ein bisschen, gell? Der geht nicht raus, der geht nicht raus. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Ich werde es mir angucken. Cool. Ich hoffe, alle zu Hause auch. Und dann gutes Gelingen. Wir hoffen, dass das Gewitter diesmal später kommt. Und wenn, dann ist es so. Gell? Dann gehört es zum Programm. Super. Okay. Danke, Andi. Macht's gut. Gesund. Danke, dass ihr da wart. Ja. Jawohl, ihr auch. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. So, wir schalten jetzt ins Wetter. So, da sind wir auch schon beim Wetter. Also, wir machen es so, das Wetter ist ja immer so, man kann sonst wohin fahren und sonst wohin gucken, aber das Wetter ist natürlich immer live in dem Moment und für heute scheiden sich die Geister. Wird es regnen oder nicht? Deswegen habe ich gedacht, wir machen das heute folgendermaßen. Wir nehmen einfach alle Apps, die wir finden können zum Thema Wetter und gucken da mal rein. So, ich habe jetzt hier, man sieht das, sieht man das? So, ja, ja. Ich habe hier verschiedenste Apps, ne? Manche zeigen was anderes als die andere App und so weiter. Aber ich denke, meine Lieblings-App ist Windfinder. Und da guckt man jetzt drauf und sieht 20 Uhr, ja, Sonne, ein kleiner Regentropfen. Das heißt, es kann ein wenig Regen fallen,
Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben einen Schirm dabei und dann ist der auch schon wieder weg. Richtig wird es erst 23 Uhr. Ja? Leichter Wind aus Nord, ja, 2 bis 3 Knoten, sagt die App. Und 22 Grad, das ist doch ein super Sommerabend. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Kleine Brise, passt perfekt zur Bluesmusik. Ja? Also ich denke, die App hat recht. Ja? Die ist schon mal nicht schlecht. So, dann haben wir Wetter Pro. Wetter Pro sagt bei Dienstag 20 Uhr bis 21 Uhr Westwind, ja, interessant, 23 Grad bis 21 Grad, 15% Regenwahrscheinlichkeit, also fast gar nicht mehr. Die schieben es auf eher, 20% Regenwahrscheinlichkeit gegen 22 Uhr, also auch da ist man sich einig. So, dann gibt es noch Wetter Online, ja, Wetter Online sieht man ja so in den Regenradar, da kann man auch mal reingucken. So, man sieht momentan, die braucht ein bisschen und da können wir jetzt hier, sehen wir, diese Gewitterfront, ja, die kommt aus Süd-Südwest. Das heißt, die braucht noch eine Zeit, wenn der Wind aus Nord kommt. Vielleicht kommt die gar nicht bei uns an. Also von daher bleibt es wahrscheinlich trocken. Und wenn, dann erst spät in der Nacht regnet es. Ja. So, und dann haben wir natürlich noch eine ganz wichtige App. Ja. Das ist die Pflotsch Storm App, ja, von Kachelmann. Die ist sehr, sehr, sehr zuverlässig, weil die macht nur 3 Stunden im Voraus. Und wenn ich jetzt hier mal eingebe, wir machen mal so 20 Uhr. Und dann gucken wir mal, so, 20 Uhr und dann gucken wir mal hier drauf, so, ja, zieht alles vorbei, also hervorragend. Ah, hier, und hier unten kann man sehen, da kommt was ganz Dunkles, aber was das wird und wie das wird, das werden wir nicht mehr erleben, weil da liegen wir alle schon wieder im Bett, hat einen wunderbaren Auftritt und ein wunderbares Erlebnis hinter uns, wunderbares Konzert, also kommt vorbei. Bringt vielleicht eine Regenjacke mit für den Heimweg und den Regenschirm. Ansonsten wird es ein großartiges Konzert. So, jetzt geht's zum Special Guest. Ja? Jule und Judith, die warten schon. Die wollten gar nicht kommen. Ja? Aber ich habe gesagt, ihr müsst. Ihr macht so tolle Sachen, kommt doch mal vorbei. Ja? Deswegen jetzt hier Special Guest. Da sind sie. Hallo. Hallo. So, schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, nee, natürlich. Ihr seid ja kulturell immer wieder irgendwie, man kennt sie eigentlich auch. Also hier in Erfurt kennt man sie beide bestimmt irgendwie. Judith, ihr macht die kleine Rampe. Ja. Was ist die kleine Rampe? Die kleine Rampe ist eine Event-Location, eine Bar. Man kann sich auch einmieten. Wir haben jeden Sonntag seit 2 Wochen wieder geöffnet, immer von 16 bis 22 Uhr. 23 Uhr auch manchmal, wenn es ein bisschen länger läuft. Und Andreas wird auch auflegen am 11.07. Andreas, mal so. Genau. Das, ich mache mal Werbung. Ja, ja. Kommen wir mit ISO. Mit ISO zusammen, genau. Da wird es immer ein bisschen Musik geben, schöne, kühle Getränke. Und genau, und wir haben aber auch noch ein neues Projekt jetzt. Das ist die Sonderausgabe. Das ist direkt hier um die Ecke von der Barfüßerruine. Das ist ein kleiner, feiner Laden in der Predigerstraße 12 neben dem Klacher Grün. Da haben wir auch gerade noch eine Startnext-Kampagne laufen. Die läuft tatsächlich nur noch bis morgen. Da kann man auch diese T-Shirts dieses hier... Dieses geile T-Shirt, ja, kurz vor nackig. Ja, kann man da auch so erwerben nicht. Und somit auch spenden. Corona-bedingt waren wir auch natürlich ein bisschen gebeutelt und haben deswegen auch diese Kampagne ins Leben gerufen, um jetzt über den Sommer liquide zu bleiben. Und da haben wir verschiedene Sachen wie Keramik, handgemachte Seifen, viele Drucke, Illustrationen, Weine von Winzerinnen. Wir haben, das ist die Überleitung zu Jule, auch Jule dabei, die auch sehr schöne Drucke und Fotografien mit Minetta zusammen gemacht hat. Die kann man dort erwerben. Genau, das Konzept ist so, dass wir das frei kuratieren mit Leuten, die wir kennen, um halt auch in Erfurt Künstler und Künstlerinnen eine Basis zu bieten, ihre Sachen auch mal zu präsentieren und zu verkaufen auch, weil ja alle auch das letzte Jahr natürlich nicht so sich präsentieren konnten und das aber auch als Konzept für die nächsten 2 Jahre sozusagen auch so machen wollen dort. Genau. Und Jule kann ja vielleicht ein bisschen was dazu erklären. Wir haben ja noch... Jule ist quasi eine Künstlerin. Ja. Wie würdest du dich bezeichnen als? Illustratorin und Tätowiererin. Ah, du tätowierst auch. Ich tätowiere auch. Ah. Tut das weh? Ja. Ja. Ich habe nichts an meinem Körper. Ich bin gar nicht tätowiert. Ich habe mich immer nicht getraut. Das ist gar nicht schlimm. Wie schafft man es, sich zu entscheiden, was man sich jetzt irgendwo hin tätowiert? Das kommt ganz auf den Typ an. Ja? Also entweder brauchst du sehr lange und brauchst viel Bedeutung, dann ist der Entscheidungsprozess wahrscheinlich länger. Manche entscheiden ganz spontan.
Und manche entscheiden es nie und dann haben sie halt auch kein Tattoo, gell? Aber das ist vollkommen okay. Auch die muss es geben. Und sag mal, und du hilfst dann auch bei der Motivauswahl oder kommen die zu dir oder schlägst du ein Motiv auch das vor? Ist oder wie läuft viele das? Haben schon eine Vorstellung, was sie wollen und dann entwerfe ich es nach denen ihren Vorwurf. Vorstellungen. Genau, manche sind aber auch ganz frei und sagen, ich möchte irgendwas von dir, also was ich selber gezeichnet habe und dann bekommen sie das auch. Und dann ist es doch aber so, man ich weiß ja nicht, wie das läuft, aber es ist ja schon mit Nadel und so, gell? Aber du hast ja dann, das ist ja dann einmal gemacht und geht nie wieder weg. Ganz genau. Bist du dann nicht aufgeregt, dass du dich vermalst oder? Ein bisschen, aber ich glaube, es ist schwierig, wenn ich jedes Mal sehr aufgeregt wäre. Also ich mache es jetzt schon 3 Jahre, da hat man, glaube ich, schon ein bisschen Ruhe drin, Aber klar, Respekt habe ich jedes Mal davor. Und man muss ja auch dir komplett vertrauen, ne? Wenn ich jetzt komme und so, mach mal hier auf dem Rücken großes Anarchiezeichen, dann... Würde ich wahrscheinlich nein erst mal sagen. Nee, Andi, denk nochmal drüber nach, ist vielleicht nicht das Beste, vielleicht änderst du deine politische Bewagnis nochmal. Also okay, super. Und du hast Bilder von dir mitgebracht. Ganz genau, das habe ich zusammen mit einer Freundin, Fotokünstlerin Minetta. Ah, wir haben zum Thema Mudra... Sieht man das hier, guck mal. Yoga... Handgesten, die man auch einnehmen kann in der Yoga-Praxis. Und die haben wir einmal, also Minetta hat sie fotografiert und ich habe dann einen Linol-Schnitt davon gemacht. Mhm. Und ja, da haben wir 4 Sets entwickelt. Soll ich mal, ich halte mal eins mit hier. Ich halt mal mit hoch. So. Super. Und die gibt es In der Sonderausgabe. In der Sonderausgabe. Also wahrscheinlich dann das oder nein, oder so. immer als Set. Immer als Set. Mhm. Genau. Sowas gibt es da zum Beispiel auch. Ja. Cool. Okay, ja, vielen Dank. Ja, gerne. Was ist eure Lieblingsmusik? Oh, das ist schwierig. Ich bin ziemlich breit gefächert. Ich lasse mich immer gerne überraschen. Was ich hier festgestellt habe, dass ich hier auch immer wieder neue Sachen entdeckt habe, die ich vorher gar nicht kannte. Aber ansonsten bin ich immer offen für alles. Ich habe jetzt keine spezielle Richtung. Ja. Kann ich eigentlich auch nur so sagen, ja. Ich kann das auch so sagen. Ich würde jetzt auch nicht festlegen können irgendwie. Ich habe zwar manchmal so Stimmungen, wo ich sage, da gehe ich in die Richtung, aber generell eine Lieblingsmusik ist nicht mehr wie früher, wo man nur The Cure hört oder Pink Floyd, sondern heutzutage ist man dann schon bunt aufgestellt. Ja. Und ihr arbeitet ja auch hier, gell? Ihr seid ja auch ein Teil, ein ganz wichtig sind die hier. Die haben nämlich, die wissen, haben alles so ein bisschen im Griff, die haben die Fäden an den richtigen Stellen. Wir versuchen jeden Tag die Kasse, dass die Tickets verkauft werden können, zu besetzen. Also wir machen die Einlassorga zusammen, also wir teilen uns da rein. Wir versuchen den Platz jedes Mal wieder neu einzurichten für die jeweiligen verschiedenen Formate. Also es gibt ja Theater, dann stellt man halt die Schule mal ein bisschen anders. Dann gibt es Musikformate. Je nachdem, wie auch die Verkaufszahlen sind, versucht man dann den Platz dementsprechend schön aussehen zu lassen. Und wir kümmern uns um die Reservierungen für Gäste, Freunde und so weiter. Genau. Oh, ihr macht das schon ein paar Jahre, gell? Das ist nicht das erste Jahr, also ich bin tatsächlich dieses Jahr dazugekommen. Ja? Mhm. Ja, ich mache es jetzt schon seit 3 Jahren. Und wie ist es für euch so, als hier zu arbeiten? Es ist immer wieder schön, es ist immer wie so ein kleines Festival, weil man sich dann jeden Tag die gleichen Leute sieht und trifft. Es hat so ein bisschen Festivalcharakter. Und es macht immer wieder Spaß, so einen Platz vor allen Dingen hier zu haben, so eine Kulisse. Und wenn man sieht, wie die Augen leuchten, wenn die Leute einfach nur vorbeilaufen, diesen Ort entdecken, es ist einfach, das ist dankbar. Es ist ein dankbarer Job. Und ein sehr tolles Team, tatsächlich. Das muss man auch sagen. Das macht wirklich Spaß. Cooles Team. Ja. Okay, cool. Dann danke ich euch, dass ihr da wart. Gerne, danke. Ihr guckt mal vorbei an der kleinen Rampe oder natürlich in der Sonderausgabe oder geht zum Tätowieren. Und kommt hier vorbei. Und ihr kommt vor allem erstmal hier vorbei. So. Wir freuen uns auf euch. Dann macht es gut, bis gleich. Und wir schalten jetzt zum Gewinnspiel. So, da sind wir schon wieder beim Gewinnspiel. Das Gewinnspiel heute, es gibt ja wieder dieses Handy, dürft ihr die Nummer anrufen und könnt 2 Karten für heute Abend gewinnen für die Musiker, für die wunderbare Bluesmusik, die wir heute Abend haben. Und ich habe mir ein Rätsel ausgedacht, aber ich habe ein leichtes Rätsel genommen, damit möglichst viele die Möglichkeit haben, jetzt hier auch anzurufen. Das Rätsel ist folgendermaßen, konzentriert euch, passt auf. Es hängt an der Wand und wenn es runterfällt, ist die Wanduhr kaputt. Was ist es? Jetzt dürft ihr anrufen. Die Nummer wird jetzt eingeblendet. Und damit ich nicht so lange warten muss, habe ich mir heute ein Instrument mitgebracht. Spiel ein bisschen was, weil es ja ein musikalischer Abend. Ich bin natürlich nicht so gut wie die internationalen Herren, aber ein bisschen was kann ich ja spielen. So,
Ja, überlegt mal, ich muss das Handy vor mir haben. Also, jetzt anrufen. Ja, was hängt an der Wand? Und wenn es runterfällt, ist die Wanduhr kaputt. Was ist es? Ja, konzentriert euch. Wählt die Nummer. Also ich sehe hier momentan noch keine Nummer. Ich glaube, es war doch zu schwer, das Rätsel. Hä? So, das waren jetzt eigentlich 2 Minuten. Ja? Keiner hat angerufen. Tja. Leute, ich glaube, ihr traut euch nicht. Oder wahrscheinlich guckt ihr alle Fußball. Das kann ich aber auch verstehen. Naja, dann gehen die Karten halt, sind die weg. Ja? Kleiner Ausblick für morgen. Morgen gibt es Kirsch & Co. Unplugged. Die wunderbare Jule wird moderieren. Und ein Special Guest verraten wir noch nicht. Ja? Bleibt es ein bisschen spannend. In diesem Sinne, danke fürs Gucken und einen wunderschönen Abend heute. Und kommt vorbei, vergesst den Regenkipp nicht. Aber so stark wie heute Nacht wird es nicht werden. Bis dann.